So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei For Loan Sales. Ich bin der Zuwacher und Vollgas hier raus hier. Und wir sind weiter auf dem Weg Richtung rechte Seite. Ne? Ja, wohin genau wissen wir nicht. Auf jeden Fall durch eine. Da ist wieder ein Zaun. Den werden wir gleich mal belegen, wie sie aussieht. Oh, wir haben keinen Saft mehr. Wir haben keinen Saft mehr. Augenblick haben wir. Da ist so. Komm, gib Gas. Also auf jeden Fall sind wir unterwegs auf einem ausgetrockneten Ozean. Wir schmeißen den Staubsauger wieder an hier, damit wir alles mitkriegen. So. Nochmal nachtanken hier. So, bitteschön. Die schmeißen wir auch gleich mal drauf. So. Unser Kran ist, der ist nicht mehr gut drauf. Ich glaube, da müssen wir echt mal ein bisschen reparieren, das Teil, weil das. Das Rädchen ist schon ziemlich in der Büchse. Der macht das nicht mehr lange, der Kran. Hier, der macht das echt nicht mehr lange. Was ist das Radio? Okay, das Radio sagt irgendwas. Mhm. Okay, wir können hier durch. Oh, hier ist so viel Kram. Ich sehe das schon. Das werden wir aber nicht mitschleppen jetzt. Irgendwas empfängt er jetzt hier. So. Aber das sieht ganz danach aus, als wenn die hier auf dem Meeresgrund wirklich so eine kleine Zivilisation gemacht haben. Also irgendwie hier Autos sind da und Häuser da hinten. Aber was ist denn hier eigentlich passiert? Das wird mal interessant sein. Aber ich glaube eher, das ist sowas, was wir nie rauskriegen werden, glaube ich. Okay. So, wir sind auf jeden Fall. Wir folgen mal der Straße. Mal sehen, wo wir hier rauskommen. Upsala. Rebuild your future, steht da oben. Okay. Sehr mystisch das Ganze hier. Mein lieber Mann. Hopp, hopp. Da hoch. Halt, stopp. Das ging da nicht. Das, so, da müssen wir durch, ne? Das bleibt aber hier liegen. So, und einmal. Eine Gondel. Das heißt so viel wie. Komm, wir steigen da mal ein. Und, okay. Also sehr cool gemacht, muss ich mal sagen. Also sehr cool. Also. Das da unten, das sehen aus wie kleine Wohn. Ja, würde ich mal sagen. Wenn das noch das, der Ozean gewesen wäre. So kleine Unterwasser-Behausung, würde man sagen, ne? Sieht ja ganz danach aus. Auf jeden Fall würde ich sagen, merkwürdige Behausung, auf jeden Fall, irgendwie. Aber warum stehen hier Autos rum? Also das ist echt ein Rätsel. So, ich denke mal, wir müssen jetzt zurück jetzt. Jetzt irgendwas bewegt sich da, da ist doch was, da passiert was. Alles klaro. Dann heißt das rein in unser Auto hier. Kurz mal hier ein bisschen nachtanken. So. Der Sauger ist an, alles klar. Dann mal los. Vollgas voraus, würde ich sagen. So. Alles schön einsammeln, nicht? Schön einsammeln alles. Nichts vergessen hier. So, schwupps. Oh, eine Lampe auch noch. Was alles so mitkriegt hier, ne? Oh Gott, die große Thermosbuddel hier. So, das Teil noch. Das Ding auch noch. Haben wir alles mit? Dann hängen wir das mal hier auf. So, und die Gasflasche auch. So, ist das schon mal aus dem Weg? Halt. So, hier.
Da ist die Gondel 2330 Kilometer. Meter schon. Kilometer. Das wäre super, ja. Nee, Meter. Ah, wir schieben den ganzen Müll mal hier zur Seite. Ach, wieder kein Saft in der Bude. Ach, großartig. So, auf geht's. Komm, weiter. Aber ich glaube, damit wird unser Wägelchen auch nicht stabiler, ne? Wenn wir hier überall durchfahren, alles kaputt fahren da, das ist auch nicht so vorteilhaft hier. Alter Freund. Und noch ein Zaun. Und wir müssen wieder zusehen, dass wir hier ein bisschen nachtanken. Halt, hier, stopp! War hier schon wieder Feierabend? Okay. Warte mal, können wir mal den. Ich weiß nicht, ob der uns Energie kostet hier, da hinten der Staubsauger. So. Wir müssen höchstwahrscheinlich oben raus, ne? Ja, sicherlich. So. Und dann? Okay. So, und jetzt? Also Freunde, ich würde sagen, das ist ein Raddampfer, so eine Richtung. Wir sind die kleine Maus, ne? Wir laufen im Rädchen. Dann überqueren wir doch mal den Fluss. Oder, na, Fluss wird das nicht sein, das ist ein Meer. Aber es wird ja irgendwie so ein Tümpel sein, den wir überqueren müssen. Mal gespannt, wie lange das dauert. Auf jeden Fall, wir suchen ja nach. Ja. Nach irgendwie anderen Menschen, würde ich sagen, ne? Aber bis jetzt haben wir keinen getroffen. Der Vati ist gestorben. Und wir haben noch nicht einen getroffen. Nichts. Wir sind sozusagen auf uns alleine gestellt. Und suchen. Halt mit diesen selbstgebastelten. Ja. Lokomotivenboot. Segelteil. So, da ist Schluss. Nächste? So. Ist hier Ende? Ja, ist klar. So, pass mal auf. Zack. Können wir da raus? Halt, stopp. Hier können wir doch mal hier durch, ne? So. Den Sauger wieder anschmeißen, damit wir alles mitkriegen. So. Und gleich Gas geben hier. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oh, da liegt ein Teddybär. Und da noch eine Kiste. So. Ach, die müssen wir wieder auftanken, glaube ich, ne? Warte mal, zack. So. Irgendwie müssen wir, glaube ich, alles verbrennen hier. So, pass mal. Das Ding ist noch nicht ganz leer. Wie sieht's denn dann aus? Da ist doch schon wieder irgendwas, ne? Da kommt doch bestimmt wieder irgendwas, was wir machen sollen. Bin mal gespannt, was wir da machen sollen. Pass mal, aber nicht so schnell. Nicht so unser Kran wie kaputt geht hier. Ein bisschen Gas geben können wir ruhig. Ganz sinnig. Langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam. Alter Freund. So, testen wir mal. Das wird nix. Okay, höchstwahrscheinlich müssen wir oben durch. Weil wir müssen bestimmt mit dem Fahrstuhl fahren. Was anderes habe ich nämlich nicht gesehen. So. Fahren wir eine Runde Fahrstuhl. So, bitteschön. Zack, da rein. Genau. Mal sehen, was wir machen sollen. Was wir machen sollen. Was wir machen sollen.
Okay. Was ist da drüben? Ach, die ist nicht auf, da kommen wir nicht rein. Okay, so. Was haben wir jetzt hier? Zoom mal dich da ran. Okay, warte mal auf. Okay. Zusammen. Das sieht so aus, als wenn wir neue Räder kriegen. Kann das angehen? So nach oben. So und zusammen. Okay, und nach unten. Wir kriegen neue Räder. Cool. Pimp my car. Ey, das läuft. Na, wundervoll. Und die Tür geht auf. Perfekto. Super. Voll die fetten Alus da drauf. Jetzt läuft der Laden. Ja, das ist doch mal, ne? Das ist doch mal eine feine Sache. Siehste, da ist der kleine Apparat gleich doppelt so schnell. Hat auch ein neues Energy-Glas gekriegt? Nein, ne? So, mal auf den Brönz hier. Hopp, hoppsala. Nicht, geht nicht. So, pass mal auf, nochmal. So, und jetzt mit hier, zack. Renne in die Flammenkiste und Vollgas voraus. Ach ja, den Staubsauger müssen wir noch anschmeißen. Schnell den Staubsauger anschmeißen. Zack, 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 zack. Da haben wir was gesehen. Genau, das wollen wir mit haben. So. Richtig schön Gas geben hier. Alter, wir kommen richtig in Schwung hier. Sind das die neuen Räder? Also das auf jeden Fall nicht im Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Bäume im Wasser sind. Das wäre mir neu. Komm schon, Kollege. Hoppila. Zum Glück ist der Sauger noch an. Das Ding ist ja richtig, das ist ja richtig voll da. Ach, großartig, jetzt geht der Sauger aus. Hoffentlich fällt er nicht raus. Hoffentlich fällt er nicht raus. Lass es nicht rausfallen. Ach, noch so eine Thermosbuddel hier, so eine Gasflasche. Was haben wir denn noch Feines hier? Das da. Eine Lampe. Ja, Lampe brauchen wir eigentlich so nicht, ne? Warte mal, das lassen wir so. So, weiter geht's, komm. Wer spielt denn die Gitarre? So. So weit, so gut, ne? Also. Aber wo sind wir jetzt denn gelandet? Kalik. Oh, stopp, 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 stopp. Alter Freund, das rummelt wieder alles hier quer durch den Laden. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. So. Ach, wenn wir jedes Mal Ordnung schaffen hier. So ein kleiner Lagerraum. Das wäre echt brillant. Was müssen wir eigentlich machen jetzt? Warte mal. So kurz mal hier die Bremse gerissen. Und das sieht mir nach Wind aus. Pass mal auf, wie machen wir. Ich fürchte fast, das Segel müssen wir setzen. Das war auch wieder so ein Bötchen hier. So eine kleine Fähre. Na, also, siehst du? Dann wären wir doch mal ganz gemütlich, würde ich sagen, mit unserem Boot, mit unserer kleinen Fähre, da mal rüber tuckern. Kann ich weiter rauszoomen? Nee, geht nicht. Ein bisschen.
Aber es hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, das Ganze, finde ich. So etwas, wie gesagt, ne? Apokalypse, alles ein bisschen düster, so ein bisschen. Ja, groß, dass man weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, war es schon das? Hey, super. Ach, großartig, was jetzt? Ich habe doch nicht hier. Warte mal, lass mal oben das Teil. So. Bisschen hier Motorunterstützung bitte. So. Ich hoffe, das geht so. Ein bisschen Gas geben hier. Der geht ja richtig ab jetzt, Mensch. Mensch, das geht richtig rund jetzt. Gefällt mir. So, zack. Gehen wir nochmal schnell hier auftanken. Ach, das läuft doch wie geschnitten gerade. Was taucht da jetzt auf? Also. Ein Boot. Ein altes Schiff. Der Staubsauger ist nicht an. Nein, der Staubsauger ist nicht an. Ach, naja, doof gelaufen für uns. Und ja. Wo sind wir jetzt wieder dagegen gekarrt oder was ist los? Entschuldigung, Freunde, Entschuldigung. Da müssen wir hier den Mist mal einsammeln. Pass mal auf hier. Das nehmen wir alles mit. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, das nehmen wir mit. So, so. Zack. Alles. Nehmen wir alles mit. Sogar das kleine Boot nehmen wir mit. Nein, warte mal, zack. Warum fahren wir jetzt rückwärts? Ach, der Wind kommt auf der verkehrten Seite. Pass mal auf, kriegen wir hin. Haben wir gleich. So. Kurz mal abgeschaltet hier. So, wo bleibt hier liegen? So. Jetzt versuchen wir nochmal da durchzukommen. Ich habe nämlich nichts gesehen. Jetzt kommen wir los. Ramm ist beiseite. Och ne, unser Kran ist kaputt. Kaputt! Ach Mist. Schnell reparieren. Kriegen wir auch hin. Pass mal auf da. Ich sehe wieder nichts. Alles im Blut. Bester Kram. So. Was ein. So. So, wie sieht's aus? Der Wind kommt von vorne, wie sie gesagt. Also mit Segelwehr voll Panne. Was sind das für Riesen, also Riesenteile? Als wenn. Also komisches Schiff eigentlich. Oh. Warte mal, Augenblick mal. Autsch, autsch, autsch. Das sieht nach Dollar. Das gibt. Aua. Das hat doch Schaden gegeben hier. Das blinkte doch alles. Warte mal, lass mal den Kram einsammeln da unten. Habe ich das nicht eingesammelt? Was ist das? Jetzt, zack. Alter, Hagelkörner so groß wie ich selber bald. Nein, nein, nein. Hoppi, zack. So. Ich glaube, sollen wir jetzt warten, bis das aufhört zu regnen? Oder
Sollen wir da durchfahren? Ich glaube, wir müssen da durchfahren, ne? So, Vollgas voraus, Freunde. Aber das gibt Schaden an unserer Karre. Fahr. Gib Vollgas, komm, Freunde. Gib Gas. Alter, das gibt richtig Schaden. Alter, komm, gib Gas jetzt hier. Komm, gib Gas. Stopp, stopp, stopp. Da können wir nochmal unterstellen. Ey, super. Boah. Ey, wir müssen erstmal reparieren. Ja, guck dir das mal an. Hier ist ja richtig, was ist los? Was ist los? Nein, nee, das nicht. Das da. So, und jetzt mal hier mit dem. Ah, dieses Teil hier. So, was macht das hier? Wir brauchen den Reparationsapparat. Wir müssen erstmal den Kran hier reparieren. Das nützt ja nun mal nichts. So, das ist fertig. Ach hier, warte mal. Da hinten ist auch noch kaputt. Oder nicht? Alles heile. Gut, das hier muss repariert werden. Auch fertig. Und da oben noch das Segel. Warte mal, Segel, Segel, Segel. Segel muss auch noch heile gemacht werden. Was ein mieses Wetter, Mensch. Da machen diese Hagelkörner unsere ganzen Karren kaputt. So, alles repariert, sehr gut. Dann würde ich sagen, auftanken müssen wir vorher. Ach Mensch. So, dann nehmen wir das große Teil, legen wir da mal hin. Weil, dann können wir gleich wieder voll tanken. So, wir müssen... Da liegt noch was. Ich nehme das lieber mit. Auch wenn es klein und fein ist, aber trotzdem, ich nehme es mit. Ach, Mensch, so dahin. So, bitteschön. Und jetzt, Leute. Auf geht's, dass wir das schaffen, hier durchzukommen. So, repariert ist er. Das muss jetzt funktionieren. So, gib Gas, mein Freund. Gib Gas. Bleib richtig auf Power jetzt. Was war's da schon? Okay. Okay, alles gut. Na gut, dann ist ja alles super. Brauchen wir uns da keinen Kopf machen. Ich dachte schon, dass wir dann noch mal wieder durch müssen. Oh, da ist nochmal ein Tor. Ich fürchte fast, das gibt gleich wieder Gerumpel. Kala. Was flog da denn weg? Das Radio. Das Radio flog aus unserer Hütte raus. Okay. Sag ich da mal X zu? So, wir müssen bestimmt hier drüben rüber. Drüben rüber. Ich laufe da einfach mal hin. Ich laufe hier einfach mal weiter. Da kenne ich nichts. Hoppa. So, ab in die Unterwelt. Und jetzt... Okay. Warte mal. Also hier funktioniert noch nichts irgendwie. Und da drüben rüber kommen wir auch nicht so. Wir müssen mal diesen Knopf probieren. Machen wir diesen so. Na, die Flamme brennt super. Pass mal, dann lassen wir die nächsten wieder hier probieren. Machen wir eine Reihenfolge nach, mal sehen, was passiert. Komm mal, zack. Das ist keine Lava. Ich würde mal sagen, das ist Eisen oder sowas. Flüssiger Eisen. Flüssiges Eisen. So, und jetzt hier. Ein Zahnrädchen. Kann ich das anfassen? Ist schon abgekühlt, ne? Ja, ist schon alles abgekühlt. Siehst du wohl. Pass mal auf, den müssen wir jetzt den Weg schon ein bisschen mithaben. Um darauf zu kommen, habe ich mir fast gedacht.
Oh nee, Mist, das war doof. Und jetzt Hoppi. So, ach, gerade so knapp. Ne? Nochmal. Sag mal, was machst du hier? So. Das habe ich mir gedacht, das muss eingesetzt werden. Und wir müssen die das mit nach oben. Höchstwahrscheinlich, weil das hier rein muss. So. Nein, nicht dahin. Dahin. So, Klappe zu und los geht's. Auf geht's nach oben, Freunde. Und nun? Da ist noch eine Tonne. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Okay. Zu unserem Moped, Auto. Doch schlimmer. Unsere Eisenbahn. Diese Gasflasche, eigentlich will ich die eigentlich nicht rausschmeißen. Diese blöde Gasflasche, die ist sowieso viel zu gefährlich. Die bringt uns nur um. So. Nee, auch nicht. Das ist ja voll doof. Lass mir die hier unten stehen. So. Gut. Aber ich sehe schon, die Zeit ist wieder durch, Freunde. Ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Und dann sehen wir, wo wir hier abbleiben werden. Wo uns da der... Ich denke mal, das wird Aufzug sein oder irgend sowas. Mal sehen, wo der uns hinbringt. Okay, also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.